Österreich gegen Nordmazedonien. Es dauert nicht mehr lange und danach werden wir dieses Spiel, das erste Spiel der Europameisterschaft von Österreich gegen Nordmazedonien sehen. Was passiert, wenn Franco Foda die komplette Mannschaft komplett falsch aufstellt? Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Und wir haben das ja schon mehrmals gesehen, wo er wirklich die Mannschaft schlecht aufgestellt hat. Und ich werde euch jetzt ein Extrembeispiel davon zeigen, wie dann das Spiel ausgehen wird. Ja, David Alaba, der Tormann. Wir gehen davon aus, dass sie im 4-5-1 auflaufen. Dieses 4-5-1 gilt ja vielen als defensiv. Ja, wir haben natürlich eine wahnsinnig gute Aufstellung mit Lainer. Der Verteidiger von Österreich spielt jetzt im Sturm. Okay. Genauso mit dem Ersatztormann Stankovic, der im linken Mittelfeld spielt. Und Martin Hinteregger, der ebenfalls Innenverteidiger ist, spielt im rechten Mittelfeld. Baumgartlinger spielt im gleich hinter Lainer, auch nicht die optimale Position für Baumgartlinger. Danach Laimer und Osivo, der ist eigentlich ein Stürmer und spielt hier im zentralen Mittelfeld oder wie man das nennt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber egal, er spielt auf jeden Fall ziemlich weit hinten, für das er ein Stürmer ist. Aber jetzt kommen wir erst zu den wirklichen Flops. Und zwar die ganze Verteidigung besteht aus dem Schlager, der eigentlich der Tormann ist, spielt im linken Verteidigung. Valentino Lazaro, ein Mittelfeldspieler hier in der Verteidigung. Sabitzer, auch ein Mittelfeldspieler hier in der Verteidigung. Und Marko Arnautovic, der Stürmer von Österreich, ja, spielt im rechten, also in der rechten Verteidigung. Der Supergau dieses Spiels, David Alaba im Tor. Das ist Kokain, Junge, das ist Kokain. Ja, dann hat sich diese komplett falsche Mannschaft hier wirklich aufgerappelt und hatte tatsächlich die erste Torschance gleich in der 6. Minute. Leimer. Baumgartlinger. Und er schießt. Kurz darauf in der 17. Minute Hinteregger auf Baumgartlinger. Doch der stand im Abseits. Das muss was werden. Baumgartlinger. Nein, da geht die Fahne hoch. Und dann in der 24. Minute, Österreich spielt ganz lang hin und her, aber leider gelingt hier der Schlag des Jahrhunderts. Komm, komm! Hinteregger. Der Mitfahrkartenkontrolleur. Ja, die nächste Chance ist ein bisschen seltsam, denn die nächste Chance kommt für Nordmazedonien. Die haben natürlich sofort erkannt, dass David Alaba beim Tor, naja, vielleicht doch nicht die perfekte Position hat. Man sagt ja immer so schön, David Alaba kann an jeder Position spielen. Nein, doch. Hier ist Pandev. Pandev. Jetzt ist er drin. Super. Sie sind wieder mit dabei in dieser Partie. Ohne Zweifel ein erstklassiger Abschluss. Da hat er hochintelligent den Gegner verladen und das Tor gemacht.
Okay. Lange hat es nicht gedauert. Österreich kommt wieder back. Trotz schlechter Aufstellung sieht Arnautovic, dass er hinten nichts zu suchen hat und läuft bis nach vorne und passt dann seinen Teamkollegen Leiner an, der dann wirklich das zweite Tor in diesem Spiel macht und somit 2:1. So, genau so. Ab dafür. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen. Wow, er hält drauf. Der ist drin! Müssen Sie erstmal geduldig weitermachen, müssen an sich glauben und wenn Sie dann irgendwann fest. Ja, dann nach der Pause, nach der Kabine, war es nochmal spannend. In der 50. Minute schießt Stankovic, hat hier auf jeden Fall seine Qualitäten gezeigt, den Ball ins gegnerische Tor zu schießen, hat dann aber gefühlte, naja, 10 Meter drüber geschossen. Dann müssen sie die Schlagzahl erhöhen, denn dann wird da ist die Chance. Und dann hat David Alaba tatsächlich eine gute Aktion geleistet. Und zwar hat er einfach mal den Ball aus, weiß ich nicht, 50 Meter Entfernung endlich mal gehalten. Dino Lazaro hat dann natürlich auch nochmal eine gute Sache gezeigt. Und zwar wird er von David Alaba angespielt. Ja, keine Frage, Eckball. Stankovic in der 62. Minute. Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Er versucht's. Du bist am Arsch. Der 84. Minute. Naja, versucht Stankovic wieder einmal zum Tor. Er will hier aber nicht selbst abschießen, will dann den Ball Leiner geben. Und der macht es natürlich wieder super. Denn Stankovic schießt wieder einmal überhaupt nicht zu hoch. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie draus machen. Und die Flanke. Ein. Und kurz vor Schluss beweist Leiner, wie schlecht er eigentlich im Sturm ist. Naja, er macht hier wenigstens das Tor. Starker Ball, der zieht durch. Und somit ist das Spiel dann auch 3:2 ausgegangen. Leiner mit 3 Toren, naja, vielleicht sollte Frankfurt wirklich einmal darüber nachdenken, ob er Leiner nicht in den Sturm gibt. Halt einmal. Einfach der Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst Daumen hoch da. Und das war eine kleine Simulation. Wenn es euch interessiert, wie ich die Euro 2020 schon simuliert habe, denn ich habe die Euro 2020 schon einmal simuliert, ja, mit ohne Spaß jetzt, sondern ich habe die wirklich schon mal simuliert. Ganz seriös natürlich, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da habe ich simuliert, wie weit Österreich in der Euro kommen wird. Schreibt mir mal rein, was ihr glaubt, wie Österreich gegen Nordmazedonien spielen wird. Ich werde dieses Video so hochladen, dass es ungefähr eine Woche bevor dieses Spiel ist, dass dann dieses Video kommt. Also schreibt mal rein, wie wird dieses Spiel in echt ausgehen. Ich bin gespannt. Ich glaube auf ein Sieg von Österreich, einen knappen Sieg, 1:0 oder 2:1, irgend sowas. Was glaubt ihr? Schreibt's in die Commentaries und ich würde sagen, hauen wir ein bisschen andermal und ciao. Sprachen lernen, Bubble.